In Langnau im Emmental gab es ein Warenhaus, das hieß zur Stadt Paris. Ob das eine Geschichte ist? Ich glaube so, meine Art, die Kneipen zu benutzen, hat etwas sehr schweizerisch Konservatives oder was alemannisch Konservatives. Ich möchte eine Kneipe nicht Gleichgesinnte treffen, sondern die Leute treffen. Jene anderen, die eben auch da sind. Und jene anderen, die auch da sind, im Grunde genommen, weil sie allein sein möchten. Allein unter Leuten. Oft erschrecke ich, wenn ich meine Geschichten lese, wie wenig sie eigentlich mit meinem eigenen Temperament zu tun haben. Sie sind kurz. Ich hoffe, sie sind präzis. Schreiben hat auch in irgendeiner Art mit Selbstdisziplinierung zu tun. Ich bin geschwätzig, ich bin weitschweifig, ich kann stundenlang erzählen. Ich mache das gern. Ich erzähle auch stundenlang mir selbst. Gehe mir dauernd Wörter, Sätze durch den Kopf, wenn ich irgendwo sitze. Und was dann auf dem Papier steht, ist im Grunde genommen auch für mich selbst oft erschreckend wenig. Es ist für mich fast so, dass ich mich dann beim Schreiben im Schweigen übe. Und schreibend etwas gegen meine eigene Geschwätzigkeit unternehme. Der Erzähler. Ein Erzähler auf dem Markte von... Auf welchen Märkten sind diese Erzähler? Auf dem Markte von Bagdad wohl nicht mehr. Ein Erzähler also erzählte Geschichten und die Leute lachten und schlugen sich auf die Schenkel. Da fragte ihn ein Kind, das nicht lachte, ob er lieber lustige oder traurige Geschichten erzähle. Er fuhr sich lange mit dem Finger über die Nase und sagte dann, wenn ich es unterscheiden könnte, dann möchte ich lieber traurige erzählen. Und man braucht Anerkennung. Und die erste Anerkennung, die ich überhaupt je bekommen habe, ist von einem Lehrer, Kurt Hassler, in Olten, 5., 6. Klasse. Meine Handschrift war sehr schlecht, ich bin Linkshänder, musste rechts schreiben. Meine Rechtschreibung war damals eine Katastrophe, ist sie heute noch. Ich wäre wohl ein Legastheniker gewesen, wenn die Menschen diese Krankheit schon erfunden hätten. Aber die Krankheit Legasthenie gab es damals glücklicherweise noch nicht. Also war ich nur etwas schwach in der Rechtschreibung. Und unter diesem Schutt von schlechter Handschrift, von Klecksen, schlechter Rechtschreibung, 30 Fehler auf 2 Seiten, unter diesem Schutt hat dieser Lehrer Hassel entdeckt, dass ich gute Aufsätze schreibe, hat ab und zu einen vorgelesen und ich wollte damals mit 11 nicht Schriftsteller werden, sondern ich war absolut überzeugt, dass ich einer bin. Dieser Lehrer damals war der einzige. Ich hatte vorher und nachher nie einen Lehrer, der Spaß gehabt hätte in meinen Aufsätzen. Es war der einzige, der sich über meine Aufsätze freute und ihm habe ich geglaubt. Also ich habe der Minderheit geglaubt. Und wenn ich später schlechte Noten hatte in Aufsätzen, habe ich das überhaupt nicht gequält, weil ich doch ein Schriftsteller war. Und der Lehrer war eben keiner. Er konnte das halt nicht verstehen.
Man hat keine andere Quelle als sich selbst. Die Vorstellung der Schulmeister oder der Germanisten, dass Schriftsteller gute Beobachter sind, die gehen also rum und beobachten gut, schauen die Dinge ganz exakt an und schreiben es dann. Ich glaube, ich bin kein guter Beobachter. Ich bin auch nicht ein Augenmensch. Ich lebe viel mehr mit Sätzen als mit Bildern. Und mit Sätzen, das heißt auch mit den eigenen Sätzen leben. Diesen verrückten eigenen Sätzen, die man im Kopf hat. Ich bin überzeugt, wenn mein Kopf mal nicht mehr funktioniert im Alter und ich ein bisschen verrückt werde, ich werde jener sein, der auf der Straße rumgeht und laut spricht. Ich fürchte mich ein bisschen davor, aber wenn es dann so weit ist, wird es mir gefallen. Dieses mit Sätzen im Kopf leben. Die Themen, die kommen nicht von außen. Die kommen von innen. Ist also Selbstbeobachtung. Und dauernde Selbstbeobachtung, das ist auch ein Teil von Eitelkeit. Sich selbst wichtig nehmen. Ja. Aber ich stelle fest, dass ich immer mehr, je älter ich werde, fast nur noch Bücher lese, die ich schon mal gelesen habe. Und ich möchte, inzwischen ist es für mich schon fast ein bisschen verlorene Zeit, neue Bücher zu lesen. Weil die Bücher, die man schon mal gelesen hat und die man mochte, nochmal zu lesen, das ist immer eine Erinnerung an sich selbst. Lesen ist die Lust, Buchstaben vor den Augen zu halten. Leser sind süchtige Leute, die lesen aus einer Sucht. Die lesen so, wie ich rauche oder so, wie ich Wein trinke. Das Lesen ist eine Sucht. Wer nicht süchtig ist, der lässt das sein. Das mag wie jede andere Sucht auch eine gefährliche Sucht sein. Leser sind viel weniger arbeitsfähig als andere Leute. Sie haben irgendwelche Fantasien im Kopf. Ich bin überzeugt, dass Leser viel mehr unfallgefährdet sind als Nicht-Leser. Weil die leben da immer noch bei Tolstoi, Krieg und Frieden, und laufen über die Straße. Lesen ist nichts Ökonomisches. Die Vorstellung, Lesen ist gut, da lernst du was, da kannst du deine Rechtschreibung verbessern, sagt man den Schülern, wenn du mehr liest. Das ist ein Blödsinn. Lesen ist etwas Unökonomisches. Und die Politik, die Erziehungspolitik, die dauernd sagt, mehr lesen und wir bauen jetzt eine Bibliothek und es ist wunderbar, wie viele Leute lesen und der Bürgermeister stellt sich hin und eröffnet die Bibliothek und sagt, hört gute Leute, die Jugend und Kinder vor allem, lest doch mehr. Wenn die erfolgreich wären mit ihrer Lesepropaganda, sie würden sie gleich einstellen und das Lesen verbieten. Denn ich glaube, Leser sind eigenartige Leute, Leser sind faule Leute. Es braucht viel Geduld, viel Langeweile, lange Zeit, um lesen zu können. Leser sind Leute, die Zeit verschwenden können, die Zeit verblödeln können. Alles Dinge, das unsere Leistungsgesellschaft überhaupt nicht brauchen kann. Und ich bin überzeugt, wenn ein Personalchef irgendwo für das mittlere Management einen einstellen muss und kommen drei Kandidaten und mit denen spricht er ein bisschen und fragt unter anderem auch, was tun sie denn in ihrer Freizeit? Der eine sagt, ich schwimme gern, ich segle gern, ich gehe ins Wasser, ich freue mich da. Der andere sagt, ich bin ein leidenschaftlicher Bergsteiger und der dritte sagt, ich sammle Briefmarken und sitze hinter meiner Briefmarkensammlung und der eine sagt, ich lese leidenschaftlich gern.
zwei, drei Bücher in der Woche. Der dritte bekommt die Stelle ganz sicher nicht. Denn der dritte ist ein Risiko. Das ist ein Leser. Der hat so Dinge im Kopf. Hat so Fantasien im Kopf. Erstens. Zweitens könnte der Renitent sein. Nicht angepasst. Er könnte ein Eigenbrötler sein. Kann man nicht brauchen. Also ich glaube, auch wenn der Bürgermeister den Jungen sagt, lesen, lesen, lest so viel ihr könnt, der Leser, der sich dann für eine Stelle meldet und sagt, ich bin ein Leser, der kriegt sie bestimmt nicht. Das sind schwierige Leute. Und Lesen ist etwas Subversives. Lesen ist etwas Wunderbares. Nicht die Schriftsteller sind subversiv. Nicht die Schriftsteller gefährden das politische System und den gegenwärtigen Staat. Die Leser tun es. Denn gegen die Schriftsteller kann man jederzeit etwas unternehmen. Da können Kritiker etwas unternehmen, da können Zeitungen etwas unternehmen, da kann der Staat sogar mit Machtbefugnissen etwas unternehmen. Den Schriftsteller kann man diffamieren und sagt ausgerechnet der, der noch immer lesen kann man nicht verbieten. Unmöglich. Und was die Leser dann lesen, das spielt eine gar keine Rolle. Und was der Staat auch verbieten würde an Lesen, die finden immer noch etwas. Die finden immer noch etwas zum Lesen. Und nicht das, was man liest im Buch, ist entscheidend für diese, sagen wir mal, subversive Haltung des Lesers, sondern dass er Durchsätze zu Sätzen angeregt wird. Er beginnt selbst zu denken. Und das kann niemand verhindern. Aber es gibt sehr wenige Leser. Die Sucht ist nicht sehr verbreitet. Also einer, der sagt, ich lese sehr gern, aber im Augenblick habe ich sehr viel zu tun und komme nicht dazu. Das ist einer, der nie liest. Der behauptet nur, dass er liest. Ich habe noch nie einen Raucher gehört, der sagt, ich rauche eigentlich sehr gern, aber ich komme im Augenblick nicht dazu. Oder ich trinke sehr gern, aber ich komme im Augenblick nicht dazu. Das Fernsehen oder was auch immer hält keinen Leser vom Lesen ab, weil Lesen eine Sucht ist. Und Lesen ist dann wohl auch die Sucht, mit den eigenen Sätzen im eigenen Kopf umzugehen. Es gibt noch mehr als nur der Unterschied zwischen Alphabeten und Analphabeten. Es gibt auch noch so etwas wie alphabetisch Leben. Ich kann mir ein kleines bisschen vorstellen, wie ein Gehörloser lebt. Nicht nachvollziehen, sondern nur ein bisschen vorstellen. Ich kann mir ein kleines bisschen vorstellen, wie ein Blinder lebt. Kleines bisschen, ich kann es versuchen, mir vorzustellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Analphabet lebt. Der auf der Straße herumgeht und kein Buchstabe sagt ihm was. Das ist unser entsetzliches Erlebnis im fernen Osten. Wo man durch die Straßen geht, nach den Buchstaben, die man nicht lesen kann. Bin ich völlig hilflos. Weil ich ein Lesesüchtiger bin. Ein Lesesüchtiger ist zum Beispiel einer, der auf einer Toilette nichts anfangen kann, wenn er nichts zu lesen hat. Ich lese sämtliche Gebrauchsanweisungen auf den Waschmittelpaketen, wenn ich irgendwo an einen fremden Ort auf die Toilette gehe. Ich muss lesen, sonst kann ich da nichts anfangen. Und wenn ich auf der Straße gehe, in irgendeinem Schaufenster ist ein kleines Zettelchen. Dann muss ich über die Straße gehen, um dieses Zettelchen zu lesen. Und darauf steht, heute geschlossen. Aber ich wäre den ganzen Tag unzufrieden, hätte ich das Zettelchen nicht gelesen. Das Buchstabenzug. Ja. Dann laufe ich weiter und in meinem Kopf dreht es sich und heißt, heute geschlossen, heute geschlossen. Plötzlich finde ich das einen wunderbaren Satz.
im Glauben. Das wäre eine wunderbare Geschichte, nur heute geschlossen. Liebe, sie hatte jahrelang einen Selbstmörder über Wasser gehalten. Nun ließen ihre Kräfte nach und sie setzte sich und hielt sich die Ohren zu. Zeit. Der Lebenslängliche befragt, wie er das aushalte oder mache all diese Jahre im Gefängnis, antwortet: Weißt du, ich sage mir immer, diese Zeit, die ich hier verbringe, müsste ich draußen auch verbringen. Überleben. Ja schon, sagte der 80-Jährige anlässlich seines Geburtstages und als man ihn lobte für sein gutes Gedächtnis. Ja schon, sagte er, aber dieses dauernde Gefühl, etwas vergessen zu haben. Er hatte sich als 22-Jähriger vorgenommen, sich umzubringen. Menschen werden, ich bin überzeugt davon, Menschen werden nicht durch das bestimmt, was sie können. Das ist übrigens auch ein großer Irrtum. Schau, bitte schau. Schau. Menschen werden nicht durch das bestimmt, was sie können. Menschliche Biografien werden durch das Nichtkönnen bestimmt. Und es ist ein großes Leiden, wenn man etwas nicht kann. Ich habe gelitten als Kind, weil ich ein schlechter Turner war. Ich war ein schlechter Fußballer. Ich konnte mich kaum bewegen. Ich konnte meinen Körper nicht anfangen. Und ich war auf der Straße der Schlechteste bei den Spielen. Da bin ich auch nach Hause gegangen und habe gelesen. Und habe mich in ein sekundäres Traumleben hineingelebt. Damit wäre ich ein guter Fußballer gewesen. Was ich gerne gewesen wäre, sehr gerne. Ich habe gebetet zu Gott, dass er mir im Aufsatz eine halbe Note schlechter macht, der Herrgott, und im Weitsprung 20 Zentimeter mehr. Und der Kerl hat mich nicht erhört, ist nicht darauf eingegangen. Heute bin ich froh, dass er mich nicht weiterspringen ließ. Durch eine Unfähigkeit bin ich zum Leser geworden. Ich sage auch ab und zu im halben Spaß, wenn jemand sagt, warum schreiben Sie? Antwort, weil ich ein schlechter Fußballer bin. Es ist nicht eine Fähigkeit, die mich zum Schreiben gebracht hat. Diese Fähigkeit haben alle. Aber andere haben noch andere Fähigkeiten. Ich habe jetzt offensichtlich nur diese. Leider sehr spät, erst in den letzten Klassen, ist mir aufgefallen, dass die Rechtschreibung eine verdammte Gemeinheit ist. Die ganze Schule ist Rechtschreibung. Der Mathematiklehrer macht rote Striche bei der Rechtschreibung. Dann gibt es ein Fach oder eine Prüfung, Diktat. Da geht es um Rechtschreibung, rote Striche. Im Aufsatz aber auch nochmal rote Striche. Überall. Und in der Biologie auch noch rote Striche. Es ist ein ganz gemeines Selektionsfach. Dann ist mir eingefallen, bei den letzten Klassen, die ich noch hatte, wenn ich schon Diktate machen muss, dann korrigiere ich doch keine Fehler in den Aufsätzen. Und hat es sein lassen. Ich habe gesagt, im Aufsatz spielt Rechtschreibung keine Rolle, er schreibt, wie er will. Solange ich es verstehe, ist es in Ordnung. Und es war auch viel lustiger, Aufsätze zu korrigieren. Man konnte sie nun wirklich auf
Stil und auf Inhalt konzentrieren. Und ich sah sie auch nicht mehr, die Fehler. Ich sah sie überhaupt nicht mehr, weil ich sie nicht zu finden hatte. Und so, wie ich das zum ersten Mal gemacht habe in einer Klasse, nach 4 Aufsätzen habe ich wieder mal in meine ganze Klasse geschaut, wie viele Fehler jetzt drin waren, und es waren fast keine mehr drin. Weil die Angst, hat Bahnhof H oder hat es CK, die war weg. Dann haben sie einen losgeschrieben. Und ich bin überzeugt, bin restlos überzeugt, die Rechtschreibung in der deutschen Sprache, das hat eine Methode. Es war die Angst der gebildeten Elite, dass jetzt, wo alle schreiben können, alle mitmachen, alle mitdenken, die Rechtschreibung in diesem Sinne ist etwas Undemokratisches. Und viele Leute hier, die hier drin sitzen und die wissen, dass ich Schriftsteller bin, die glauben, ich könne die Rechtschreibung. Die glauben, das ist ein Schriftsteller, der die Rechtschreibung kann. Das ist ihre Verbildung von der Schule. Ich bin immer noch sehr schlecht in der Rechtschreibung. Nur glaubt mir jetzt keiner mehr, dass ich es nicht kann. Und glauben, das sei ein Tippfehler. Aber es sind nicht Tippfehler. Alle Menschen erzählen. Und sie erzählen nicht nur anderen. Sie erzählen vor allem dauernd sich selbst. Ein lebenswertes Leben ist ein Leben, das man erzählen kann. Vor allem sich selbst erzählen kann. Und dieser Tag, der nichts war, überhaupt nichts, und diese Woche, die nichts war, dann ist plötzlich die Erzählbarkeit weg. Erzählen kann man alles. Erzählen kann man das Gewöhnlichste. Das Alltäglichste kann man erzählen. Das brauchen keine riesigen Abenteuer zu sein. Man muss nur darum die Möglichkeit haben, sich erzählen zu können. Ich glaube, eine schwere Depression, das ist der Zustand von einem Menschen, der sich selbst nichts mehr zu erzählen hat. Und ich bin überzeugt, ganz große Krisen, ganz große Schwierigkeiten, die Menschen durchstehen müssen, die stehen sie nur sich selbst erzählend durch. Träume habe ich, persönliche Träume, Vorstellungen, Sehnsüchte, politische Träume und eigentlich finde ich es grauenhaft, dass das, was ich als Träume erlebe, dass das dann im Politischen plötzlich Utopien heißen soll. Das sind Träume. Ich mag Bakunin sehr. Und nach Kropotkin sehr. Zwei Anarchisten, zwei klassische Anarchisten, die von der Anarchie geträumt haben. Im tiefsten Herzen bin ich ein Anarchist. Aber ich werde keinen Finger rühren dafür, dass die Anarchie irgendwo verwirklicht wird. Ich will mir das als Traum bewahren. Ich will die Realisation nicht sehen. Ich will nicht sehen, wie eine tolle menschliche Idee von Karrieristen zerstört wird. Also lasse ich es als Traum. Das muss nicht sein. Das muss nicht morgen sein, das muss nicht übermorgen sein. Es muss als Traum vorhanden sein. Und ich hätte auch keine Lust, in einer vollkommenen Welt zu leben. Ich stelle mir den Himmel grässlich vor. Das Fürchterlichste eigentlich, was ich höre, wenn ich mich politisch äußere, ist, dass die Leute sagen, du hast zu viel Courage. Du bist aber mutig. Ich bin das gar nicht. Ich bin überhaupt kein mutiger Mensch. Und ich finde es scheußlich, dass in einer Demokratie die Leute dauernd von Mut sprechen, wenn einer schon nur ein bisschen was sagt.
Gut belästigt bin ich worden und Morddrohungen kriege ich ihn da auch, schriftlich. Ich lebe noch, aber bin ich nie verfolgt worden. Nein. Im Gegenteil, es ging auch unheimlich schnell, dass man mir meine Rolle des Hofnarren zuwies und sagte, der darf. Ich habe ein bisschen Ärger, als der Schweizer Schweiz rauskam, ein paar böse Briefe und so weiter. Ein Jahr später verteilten es die Gemeinderäte bereits den Jungbürgern. So als Beweis, seht, sowas darf man in diesem Land sagen. Ich hoffe auch, das bleibt so. Ich möchte nicht mutig sein müssen. Ich bin das nicht. Und würde mir sehr schwer fallen, mutig zu sein. Erinnerung. Er richtet sich auf hinter seinem Bier, hinter dem er lange saß, und sagte, Natalie, so hat eine Frau geheißen, die ich liebte. Abenteuer. Einmal in seinem Leben, er war schon 47, ist er mitten am Tag, mitten in der Stadt gestolpert. Irgendwie unterschätzte er die Höhe des Trottoirrandes. Anfänglich bestand der Verdacht, dass der Mittelhandknochen gebrochen sei, aber das war schon alles. Eitelkeit. Ich habe noch nie eine so schöne Leichenrede gehört, sagte die Dame zum Redner, und der Redner bedankte sich für das Kompliment. Ich hätte nur noch eine Frage, sagte die Dame. Haben Sie ihn nun gehasst oder geliebt? Ich erinnere mich, wie ich Bin gelesen habe von Max Frisch. Es war zufälligerweise das erste, was ich gelesen habe. Ich war vielleicht 20. Und es war von einem jungen Mann in Zürich. Von einem Architekten in Zürich war das geschrieben. Und wir sind rumgegangen und haben es gegenseitig empfohlen. Und ich war begeistert. Und es war das Gegenbuch. Es war nicht das Buch unserer Lehrer. Er existierte in der Schule nicht, noch nicht. Es war unser Buch, das wir gegen unsere Lehrer und gegen unsere Eltern und sogar gegen die Bibliothek gelesen haben. Dann kam der Stiller, mit dem wurde er bekannt, berühmt. Ein Buch, das eine ganze Generation die Augen geöffnet hat. Nämlich die Augen dafür, dass Schweiz ein Thema sein könnte. Dass das Gewöhnliche, das Einfache, das Alltägliche ein Thema sein könnte. Paul Frisch meinte, die meisten jungen Autoren, sie hätten irgendwelche Abenteuer in Südamerika zu bestehen, bevor sie beschreiben können. Frisch hat für eine ganze Generation ein Thema erfunden. Um gerecht zu sein, Englin hat es auch getan. Aber er hat keine Generation dafür gefunden. Und Gottfried Keller mag es auch getan haben. Das Eigenartige ist, das sehr Eigenartige, es gab dann keinen Generationenbruch in der Schweizer Literatur für mich. Fast leider. Frisch hatte den Jahrgang meines Vaters. Aber ich hätte nie daran gedacht, dass der Generation meines Vaters angehört. Er gehörte zu uns. Da mögen andere sagen, mit Recht, er hat auch eine ganze Generation besetzt. Das mag er getan haben.
Es gibt andere Sachen, die hat eine Literatur geschadet, in der dieser Generationenbruch nicht stattgefunden hat. Ja. Und er war so. Er war so menschlich ungerecht. Er hat auch Leute gequält mit Ungerechtigkeit. Ja, ich mochte ihn. Er war mir sehr wichtig. Schon bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe, war er ein Teil meines Lebens. Und vielleicht schon vorher, schon bevor ich ihn kannte, nicht einfach nur als Autor, sondern als Präsenz. Da sitzt einer in der Schweiz und er denkt drüber nach. Er hatte für mich körperliche Präsenz, bevor ich ihn kennenlernte schon. Und er hatte eine Stimme. Und man hörte die Stimme. Ich bin dort zu Hause, wo ich nicht dauernd drüber reden muss. Und hier werde ich dauernd aufgefordert. Und die Schweiz. Bist du für die Schweiz? Bist du gegen die Schweiz? Bist du ein Patriot? Liebst du dein Vaterland? Das sind Fragen, die ich zu Hause nicht hören will. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb ich immer wieder sage, es gibt nur ein schönes Land auf der Welt, das ist das Ausland. Ich bin ein Geher, ein Fußgänger, kein Wanderer, ich wandere nicht gerne. Aber ich mache gern lange Fußmärsche, und zwar durch die Stadt. Hier wird es auffallen, so Leuten, dass ich da und drum gehe. Die Stadt ist zu klein. Wenn ich eine Stunde gearbeitet habe, muss ich wieder gehen. Dreimal im selben Haus rum. In New York kommt man etwas weiter. Man kommt von einer Welt in die andere. Und man fällt nicht auf. New York ist eine Stadt, die sehr einsam macht. Einsamkeit ist ein Problem der Leute in New York. Aber gleichzeitig lässt sie einem auch allein sein. Ich bin nicht gern einsam, aber ich bin sehr gern allein. Wir versuchen heute mit den Mitteln einer alten Welt eine neue zu schaffen, ohne dass wir auch nur ein bisschen was unternehmen, dass es diese neue überhaupt gibt.
geben wird. Vielleicht bräuchte die Welt mal einen neuen Anlauf an einem neuen Ort, ein neues Zentrum. Der Untergang Amerikas wird nicht ein Weltuntergang sein. Der Untergang der Schweiz wird nicht ein Weltuntergang sein. Und der Untergang Europas ist auch kein Weltuntergang. Die Welt kann überall und irgendwo wieder beginnen. Die Frage heißt eigentlich, ob diese Welt gemeint ist oder ob sie nicht gemeint ist. Wenn sie gemeint ist, dann hat sie einen Sinn. Wenn sie nicht gemeint ist, ist sie zufällig. Ich weiß nicht, ob sie gemeint ist. Es interessiert mich nicht, ob es einen Gott gibt, ob es einen Schöpfer gibt. In Wirklichkeit, in Realität. Aber ich brauche einen. Ich könnte nicht leben auf dieser Welt, wenn ich nicht den Verdacht hätte, sie könnte gemeint sein. Dazu gehört, es könnte gemeint sein, dass ich mich relativ anständig auffühle. Es könnte gemeint sein, dass ich freundlich bin, freundlich zu sein habe. Wenn sie gemeint ist, und wenn der Mensch gemeint ist, wenn irgendjemand oder irgendetwas Menschen wollte, dann habe ich den Eindruck, der Mensch ist noch so unentwickelt in seinem sozialen Verhalten, in seinem Denken, in seinem Willen, die Welt zu erhalten, ist er noch so unterentwickelt. Wenn sie gemeint war, diese Welt, dann bin ich voll davon überzeugt, dass sie noch einige tausend Jahre dauern wird. Vielleicht hat aber das, was wir unsere Welt nennen, vorerst unterzugehen. Das ist wieder Pessimismus, noch Fatalismus. Das kann durchaus optimistisch sein. Ich brauche da so etwas, was mir ab und zu auf die Schulter klopft und sagt, hey, pass auf. Sagt, hey, das hast du jetzt gut gemacht. Das war jetzt schön, dass du dieser Frau auf die Straße geholfen hast. Ich brauche irgendwo etwas in mir drin, was mich lobt. Ob das dann ein Gott ist, oder wie man das bezeichnen soll, nein, das ist eine andere Sache. Und ich glaube, ich würde sofort jede religiöse Vorstellung aufgeben, wenn mir jemand schlüssig beweisen könnte, dass es einen Gott gibt. Ich glaube nämlich nur an ihn, weil es ihn nicht gibt. Wenn es ihn geben würde, dann könnte ich immer noch sagen, er gefällt mir nicht. Ich mache da mit, ich mache da nicht mit. Vielleicht habe ich ihn erfunden. Vielleicht haben wir uns den erfunden, aber Erfindungen sind auch etwas. Erfindungen existieren, auch wenn sie nicht real sind. Die Existenz eines Gottes interessiert mich nicht, aber die Existenz des Gedankens Gott und der Idee Gott, die interessiert mich sehr. Und für diese Idee kämpfe ich gern. Wäre er nämlich existent. Und man könnte Gott beweisen, dann könnte ich ja sagen, ich weiß, dass es einen Gott gibt, aber ich glaube nicht an ihn. Es ist mir lieber zu sagen, ich weiß nicht, ob es einen gibt, aber ich glaube an ihn. Gerechtigkeit.
Der Betrunkene auf der Parkbank, der Morgen war sehr heiß, sagte, erinnerst du dich an jenen, er sagte einen Namen, der vor 25 Jahren seine Frau mit einem Beil erschlug? Nein, sagte ich. Das war ich, sagte er. Es war vor 25 Jahren, sagte er. Erinnerst du dich, sagte er. Am Nachmittag, es war heiß, quälte mich der Gedanke, dass ich ihn falsch verstanden haben könnte. Es ist ein bisschen eine Gemeinheit, wenn dann plötzlich Leute kommen und sagen, also, der und der hatte schon lange nichts mehr gesagt, sag jetzt mal endlich etwas. Wie wenn wir es nie getan hätten. Das hat so ein bisschen mit dieser Vorstellung zu tun, in der Schweiz, Frisch ist weg, Dürrenmatt ist weg, wer ist es jetzt? Und die Antwort heißt, jetzt ist es niemand. Wenn ein Schriftsteller stirbt, wird keine Stelle frei. Auch wenn die Boulevardpresse gern wieder mal so etwas hätte und da so einen, und wenn die Leute gern wieder mal so einen Weltmeister hätten, die sind nicht ersetzbar. Und das ist nicht wie bei den Olympischen Spielen. Ja, auch Kritiker, das war mein, dass wenn der Weltmeister abtritt, dass er selbstverständlich ein anderer Weltmeister wird. Es ist gar nicht so einfach, sich zu langweilen. Das kann etwas sehr Schweres sein, das muss man immer wieder lernen. Und ich langweile mich gern und ich ärgere mich, wenn ich Phasen habe, wo ich das wieder verlerne und es plötzlich nicht mehr kann. Und dann muss ich es halt wieder üben. Für nichts, für gar nichts. Es fällt mir nichts ein dabei, hat mit meiner Arbeit nichts zu tun, sondern nur mit mir selber. Ich glaube, ich habe gelernt, da zu sitzen. Ja, wenn mein Vater recht gehabt hätte, dann hätten so faule Menschen wie ich keine Chance, aber ich habe doch eine gehabt. Insofern bin ich ein Glückspilz. Andere Faulpelze haben Pecher. Thank you.